Dann heiße ich Sie also herzlich willkommen zu der aktuellen Vorlesung. Und heute, wie besprochen, betrachten wir das Thema der Speichersysteme. Da führen wir weiter aus. Letzte Woche haben wir schon skizziert, welche Dimensionen es gibt, wie man sich entscheiden muss, wie man so ein verteiltes Datensystem aufbaut. Also wir schauen uns dieses Storage-System an. Und gehen dann über in das Monitoring vom Peer-to-Peer-System, wo die Fragestellung ist, wie erfasse ich den Systemzustand in so einem Peer-to-Peer-Netz? Also wie viele Knoten habe ich denn im Netzwerk? Wie ist die durchschnittliche Hop-Count-Anzahl? Wie viel Traffic verursachen die Knoten? Wie messe ich das überhaupt? Okay, genau. Und letzte Woche haben wir dann diese Dimension gesehen, wie man so ein Speichersystem auf Peer-to-Peer-Basis umsetzen kann. Da wollen wir jetzt etwas näher eingehen. Also die eine Komponente, die eine Dimension ist das Placement. Also wo platziere ich den Knoten? Entweder ich habe sie schlüsselbasiert, also ich verwende so ein DHT und jedes Objekt hat eine eindeutige ID und das kennzeichnet, wo das Objekt abgespeichert wird. Oder auf der anderen Extremseite, ich habe es zufällig und suche danach. Und dazwischen so eine Mischlösung, dass ich quasi nur in ausgewählten Regionen die Daten platziere. Wenn die nächste Dimension, die wir, also da werden wir jetzt quasi drauf eingehen, ist zu betrachten, wenn wir so ein Dokument gespeichert haben, dann reicht es natürlich nicht aus, das nur einmal zu speichern, sondern wir brauchen mehrere Kopien, damit die Knoten online offline gehen können, die Daten halten. Und wir betrachten, also wir müssen auf jeden Fall replizieren. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man repliziert. Die werden wir quasi in den nächsten 10 Folien anschauen. Und nehmen wir an, wir haben jetzt Replikate erstellt, ob jetzt clever oder unclever, also etwas weniger clever und teuer ist, sie einfach zu replizieren. Etwas cleverer sind sogenannte Erasure-Codes, die wir uns gleich anschauen. Jedenfalls haben wir da verschiedene Kopien davon. Und jetzt ist die Prüfung, sind sie denn noch vorhanden? Sind die Knoten, die diese Daten gespeichert haben, offline? Also wie maintainen wir, wie verwalten wir diese Replikate? Wie prüfen wir, ob die online sind und wie gehen wir davor? Da werden wir auch einige Strategien kennenlernen. Okay, betrachten wir uns also die Fragestellung bezüglich der Redundanz und wie wir eine ausreichende Anzahl von Kopien eines Objekts im Netzwerk bereithalten können. Okay. Wir haben, bevor ich jetzt mit Erasure kurz anfange, ja schon kennengelernt. Zum Beispiel Past haben wir, glaube ich, als Beispiel gesehen oder zu Past-Tree, dass man einfach ein Objekt mehrfach speichern kann unter derselben. Es hat eine ID und entweder speichere ich es unter verschiedenen Hashes, dasselbe Objekt, sodass ich dann quasi an verschiedenen Stellen es wiederfinde, oder wenn wir Past verwenden, um eine ID herum, vielleicht fünffach oder sechsfach. Das ist so das Einfache, dass man denselben Datensatz mehrfach kopiert. Das haben wir schon kennengelernt. Das verbraucht, sagen wir, wenn wir fünffach replizieren, dann haben wir den fünffachen Speicherbedarf zusätzlich. Jetzt gibt es noch die sogenannten Erasure-Codes, die das Ganze cleverer angehen. Und deren Ziel ist es, quasi dieselbe Replikationsqualität zu haben. Also es müssen anteilsmäßig genauso viele Knoten ausfallen, aber bei weniger Kosten. Also entweder wir verwenden denselben Speicher, haben aber eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit, oder wir haben dieselbe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber verwenden weniger Speicher im Netzwerk. Das ist das Ziel. Und wie geht das vor? Das betrachtet erstmal das Objekt, hier grau dargestellt. Und das zerteilen wir in 50 sogenannte Symbole. Also ein Symbol, das ist ein Datenblock. Vielleicht wird das Objekt eben in 50 solche Blöcke zerteilt. Und nun baue ich aus diesen k vielen Symbolen, also hier waren es k gleich 50, baue ich neue Symbole, indem ich sie miteinander verrechne. N viele. Zum Beispiel n gleich 200. Das heißt, ich habe vielleicht die Blöcke geXORT miteinander so verwoben, dass eben aus den 50 ursprünglichen eindeutigen Symbolen 200 wurden. Und nun kann ich diese 200 Blöcke im Netzwerk verteilen.
Das Schöne ist, dass es ausreicht, von diesen 200 verteilten Blöcken wieder die 50 Blöcke einzusammeln, irgendwelche 50 Blöcke einzusammeln, und wir können das Objekt wieder wiederherstellen. Was ist davon der Vorteil? Das schauen wir uns gleich an. Oder was sind die Eigenschaften davon? Das eine, was ist da alles mit hineingeflossen? Also diese Erasure-Codes haben die Eigenschaft, dass wir quasi aus einem initialen Set von Symbolen, also hier im ersten Fall waren es 50 Symbole, wir beliebig viele neue schaffen können. Also im vorigen Fall waren es 200, aber wir könnten ja auch 300 oder nur 100 schaffen. Also wir können quasi definieren, wie viele solcher Kombinationen von den ursprünglichen Symbolen wir erzeugen. Und egal wie groß wir diese Zahl wählen, wenn wir die ursprüngliche Anzahl zurückbeziehen, also 50 im Beispiel von den 200, dann können wir das Gesamtdatenobjekt wiederherstellen. Und das Schöne ist dadurch, dass wir jetzt einfach, dadurch eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit, eine höhere Ausfallrobustheit erreichen bei derselben Anzahl von Knoten. Das schauen wir uns mal an, warum das so ist. Nehmen wir mal an, wir haben so einen ursprünglichen, also das ist so der Vergleich, ursprüngliche Replikation gegenüber diesen Erasure-Codes. Nehmen wir mal an, wir haben R mal repliziert, also R gleich 3 zum Beispiel, und es gibt wie viele Ausfälle können wir davon tolerieren? R minus 1, das heißt, wenn wir hier das ursprüngliche Objekt haben, wir haben es 3-mal repliziert, dann können 2 dieser Knoten ausfallen, und wenn das dritte noch besteht, also das allerletzte, dann können wir es immer noch beziehen. Das heißt, wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit pro Knoten F ist, also hier in diesem Fall 10%, dann ist die Ausfallwahrscheinlichkeit, dass alle Knoten ausfallen, F hoch R. Und die Effizienz ist 1 zu 3, das heißt, wir haben ein Nutzdatenbit, also das heißt, für 1 Megabyte eigentlicher Daten, die wir speichern, brauchen wir die dreifache Menge. Das heißt, wenn wir nutzen de facto nur 1 durch R des gesamten Speichers für, also nur 1 durch R des gesamten Datenspeichers steht uns zur Verfügung. Das heißt, wenn wir eben Replikation von 3 haben und wir haben 300 Megabyte, die wir insgesamt im Netzwerk anbieten, dann stehen uns dafür für eigentliche Daten 100 Megabyte zur Verfügung. Okay, also von der Rechnung her mit den vollständigen Kopien leicht zu berechnen. Wenn wir uns das jetzt aber mit diesen Erasure-Codes anschauen, wobei wir diese Parameter K und N haben, also K war ja der Parameter, der angibt, in wie viele Blöcke, in wie viele Symbole wir das ursprüngliche Objekt zerteilen, 50 war es im folgenden Fall, und N, wie viele Symbole wir aus diesen ursprünglichen Symbolen generieren, 200 war es in dem vorigen Fall. Und wie viele Fehler können hier toleriert werden? Es sind N minus K, das heißt, wenn, also ich habe ja N viele Ausfälle. Genau. N viele Objekte und alle bis auf K viele können ausfallen. Also mit den Werten von vorher, es können 150 Kopien, 550 dieser Symbole, die irgendwo im Netzwerk gespeichert wurden, ausfallen. Das heißt, alle bis auf K viele können ausfallen. Oder mal in einem anderen Beispiel, jetzt mal andere Werte. Hier zum Beispiel 3 und 9. Also wir hatten, sagen wir mal, unser Datensatz auf 3 Blöcke nur verteilt, also 3 Symbole. Wir haben N gleich 3 gleich 9 viele erzeugt. Dann haben wir insgesamt also unseren Daten auf 9 Knoten verteilt. Und jetzt können 6 Knoten ausfallen und wir können dennoch 3 Blöcke zusammen zurückziehen, beziehen und wir können das Objekt wiederherstellen. Und wenn wir uns jetzt betrachten, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt das gesamte Datum verloren geht, dann ist es, der erste Term gibt an, dass es unabhängig ist, welcher der Blöcke ausfällt, also da gibt es so viele Kombinationsmöglichkeiten, und dass
die Wahrscheinlichkeit, dass letztlich n-k viele Knoten ausgefallen sind. Also das J zählt hier hoch von 1 bis k und am Ende wird die Wahrscheinlichkeit dafür berechnet, dass eben n-k Knoten ausfallen, k viele bleiben übrig und in welcher Kombination, das ist egal. Und wenn wir das mal vergleichen, also hier dasselbe anwenden, dann haben wir, wenn gleich viele Knoten ausgefallen sind, also sagen wir mal, hier oben sind 2/3 der Knoten ausgefallen und wenn hier unten 2/3 der Knoten ausfallen, dann haben wir dennoch eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass jetzt hier 6 Knoten ausfallen von den 9, die ist eben 2 hoch minus 6 im Vergleich zu 10 hoch minus 3 im Vergleich zu 10 hoch minus 6. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eben so viele Knoten ausfallen, dass das gesamte Objekt verschwunden ist, ist viel geringer. Ja. Also eigentlich der Hauptgedanke ist letztlich, wir haben nicht nur 3 viele Replikate, sondern wir haben n viele und damit genügend Knoten ausfallen. Also dieses n kann ja beliebig groß sein und n minus k ist dadurch recht groß. Und dann sind es halt nicht mehr 3 Knoten, die ausfallen müssen, sondern eventuell 150, um das Objekt wirklich zu verlieren. Und auch wenn wir uns betrachten, wie ist die Storage Efficiency, also wie viel des Speichers nutzen wir? Wir speichern ja n viele Blöcke, von denen wir wirklich nur k viele brauchen. Das heißt, k durch n. Und wenn wir das irgendwie so festlegen, das Verhältnis 1 durch r, auch hier unten zu haben, also k und n so wählen, dass wir dieses Verhältnis der Replikation ebenso haben wie im einfachen Fall, dann ist die Ausfallwahrscheinlichkeit viel geringer. Oder was wir machen können, ist n-k so wählen, dass wir dieselbe Zahl haben wie hier r-1 und dann brauchen wir viel weniger Blöcke letztlich. Also insgesamt durch diese Idee, dass wir das Objekt in Blöcke aufteilen, die aus diesen Blöcken ganz neue Symbole generieren, von denen es ausreicht, k viele einzusammeln, erhöht die Ausfallwahrscheinlichkeit des Objekts. Genau, also hier nochmal mit anderen Zahlen mal so ein Beispiel. Also wenn 1/4 der Knoten ausfällt, wir haben eine Replikation von 5, dann ist die Verfügbarkeit um die 0,73. Das ist dann also die Wahrscheinlichkeit, dass eben 5 Knoten ausfallen, also 1 minus der Wahrscheinlichkeit, dass alle 5 ausfallen, das ist recht gering. Und wenn wir diese 0,999%ige Wahrscheinlichkeit haben wollen, dass das Objekt erhalten bleibt, dann brauchen wir 24 Replikate. Das sind sehr viele Kopien. Und dasselbe können wir erreichen, diese 0,999% Wahrscheinlichkeit für den Datenerhalt, wenn wir das Objekt in 100 Blöcke zerteilen, aus diesen 100 Blöcken 517 neue generieren. Und dann haben wir nur so einen Overhead von 5,17 im Verhältnis. Also das ist so, wo es sich auswirkt. Also quasi entweder gleiche Kosten, aber bessere Verfügbarkeit oder gleiche Verfügbarkeit und geringere Kosten. Okay. Das quasi so auf dieser roten Achse war es, glaube ich, bezüglich der Replikationsstrategie. Quasi der Vergleich einfaches, normales Replizieren, wo man das Objekt komplett repliziert, oder diese Erasure-Codes, wo man es zerhackt und eben so verfährt. Und jetzt stellt sich aber für beide Fragen, für beide Bereiche die Frage, wie prüfe ich denn, ob meine Replikate denn noch im Netzwerk vorhanden sind und wann entscheide ich denn, ob ich denn neu replizieren muss. Das heißt, nehmen wir mal an, wir haben einen Replikationsfaktor von 5 gewählt. Nach einer Zeit sind vielleicht 2 Knoten von den offline gegangen. Wie stellen wir das denn fest? Das gilt sowohl für die normale Replikation als auch für die Erasure-Codes. Also was haben wir da für eine Möglichkeit? Zum einen, was man natürlich machen kann, ist, man kann periodisch alle durchgehen und prüfen, für jedes dieser Replikate bist du noch da und wenn nicht, dann ersetze ich es und kopiere es neu dorthin. Das ist dieses sogenannte EAGER. Also das fleißige
oder, ja, sagen wir mal, fleißiges Aufrechterhalten. Das heißt, da ist man ständig beschäftigt und periodisch, minütlich oder zehnminütlich, geht man alle potenziell 200 Replikate durch und schaut, ob die noch da sind. Es gibt da sehr viele, sehr oft den Fall eben, dass das Objekt da ist und man hat sich diesen Aufwand hätte sparen können. Wie entscheiden wir denn, also wenn wir den gefragt haben, ob er denn offline ist? Woran wir es eigentlich feststellen können, ist, dass er, ja, eben, dass es da ein Timeout gibt, dass er nicht antwortet. Und bevor wir so eine Replikation auslegen, könnten wir auch berücksichtigen, also, dass wir erstmal eine Zeit lang warten. Hier quasi haben wir festgestellt, bei dem Rechten, hier ungefähr haben wir dann die Suchanfrage gestellt, ob er denn das Objekt hat. Wir stellen fest, es ist ein neuer Knoten. Dann warten wir eine Zeit lang, bevor wir ihm die Kopie geben. Und erst wenn er das weit genug überschritten hat, das heißt beim nächsten Mal ist er auch da, dann gehen wir davon aus, ja. Dann kopieren wir ihm das. Und falls er nicht da war, dann schauen wir in der nächsten Periode auch nochmal nach. Also wir schmeißen den nicht gleich raus, sondern wir erlauben sowohl beim Aufnehmen als auch beim Herausschmeißen aus dieser Replikationsübersicht, erlauben wir denen mal, dass sie eine Weile fehlen. Also da kann man mit so einem Timeout arbeiten, dass wenn ein Knoten nur kurz offline gegangen ist und dann wiederkommt, dass wir nicht Daten, dass wir ihn dennoch noch als Replikationsknoten behalten. Okay, also die Hauptaussage ist jedenfalls auf dieser Folie, die erste Strategie, wie wir Replikate überprüfen, ist einfach periodisch, eager, also fleißig, das zu tun und falls ein Replikat fehlt, es auszutauschen. Genau. Sie haben von der Argumentation auch gesehen, na gut, das wird in 99% der Fälle so sein, dass die Knoten eben das Objekt haben und dann haben wir Kosten gehabt, aber keinen Vorteil. Daher gibt es diesen faulen Ansatz, also den lazy Maintenance-Ansatz. Dort wollen wir quasi die Kosten niedrig halten, aber dennoch quasi dafür sorgen, dass es so im guten Fall zum selben Effekt, Effekt führt. Was man machen kann ist, wir prüfen auch hier periodisch, ob die Knoten da sind. Und stellen wir mal vor, wir haben 200 Replikate, die wir durchgehen müssen. Wir zählen einfach, wie viele dieser Replikate sind denn da. Wir wissen, sagen wir, wir brauchen 500 dieser Kopien, um das Objekt wiederherzustellen. 200 maximal haben wir repliziert. Und jetzt haben wir nur 170 gezählt. Dann warten wir, also da machen wir noch nichts. Wir warten erst bis, also wir zählen die Anzahl der available Blocks, also wie viele sind da. Und erst wenn es unter einen gewissen Schwellenwert fällt, dann tauschen wir die aus. Also wir tauschen nicht jeden Knoten aus, sondern erst wenn die Anzahl der verfügbaren Replikate von 200 auf 150 oder auf 100 gefallen ist. Genau, das ist so die Idee. Also wir machen sie schwellenwertbasiert. Der Vorteil ist, na gut, dadurch, dass wir es nicht jedes Mal austauschen, es kann ja auch sein, dass ein neuer Knoten, auf dem wir es verteilen, später dann doch noch ausfällt und dann hätten wir uns das gleich sparen können. Also wir warten einfach, bis wir eben genügend Gründe haben, das zu verteilen. Und dann machen wir es auf einmal. Der Nachteil ist, na gut, dann haben wir aber auch sehr viele Kosten auf einmal und das kann das Netzwerk ein bisschen belasten. Das Ganze wird ein bisschen komplexer, weil wir müssen zu jedem Knoten speichern. Also erstmal gehen wir alle Replikate wieder durch. Und wir müssen zu jedem Datentyp, zu jedem Datum, zu jedem Objekt speichern, wie viele Kopien gab es denn damals. Genau. Und wir müssen eigentlich auch, wir dürfen auch, gerade wenn wir anfangs loslegen, müssen wir auch mit einer Basisredundanz anfangen. Das heißt, da müssen wir einfach wir müssen diesen Anfangszustand auch nochmal extra berücksichtigen. Also, Hauptaussage ist letztlich, wir haben diesen Threshold, den wir erstmal warten, bis er überschritten wird, und erst dann verteilen wir es. Insgesamt haben wir dadurch ein bisschen weniger Kosten, aber diese Kosten entstehen dann zu gewissen festen Zeitpunkten, also dann auf einmal wird es dann plötzlich viel. Was man auch machen kann, ist quasi der Schritt Nummer 3,
der sogenannte Randomized Lazy, also der zufallsbasierte und faule Ansatz. Da nutzen wir aus, dass wir die Kopien dieser Replikate, die es im Netz gibt, immer auch bei den vorherigen Verfahren durchschauen. Also wir prüfen alle 200 Kopien, ob sie denn vorhanden sind. Das haben wir vorher auch gemacht. Nur hier machen wir es so, dass wir nicht alle 200 durchprüfen, sondern wir legen erstmal fest, wie viele denn da sein sollen. Zum Beispiel 100. Und nun gehen wir diese 200 Replikate durch, Stück für Stück. Das ist hier quasi, die Nummerierung soll es quasi darstellen. Also 1 und dann 2 dort rechts und dann 3. Und die 3, aha, die 3 fehlt, also das Replikat fehlt. Na gut, dann gehen wir weiter. 4, 5, 6, 7, 8. Und irgendwann haben wir die 100 zusammen, die wir haben wollten. Und wir haben vielleicht bis zum 112. gezählt. 12 waren offline, 100 waren online. Wir haben 100 Online-Knoten gefunden. Und jetzt ersetzen wir nur die 12, die in dieser Zwischenzeit, die wir in dieser Betrachtung vorher als offline gesehen haben. Das heißt, wir, also eigentlich wie es hier irgendwie verteilt dargestellt ist, hier in diesem Beispiel ist es so, dass wir ja, hier haben wir 8. Genau, also wir haben 8 Daten online sehen wollen. Insgesamt haben wir hier 8 mal 4, 32 Knoten. 32 Replikate, und von denen sollen 8 vorhanden sein. Und wir haben eine Nummerierung, wie wir die eben durchgehen. Und wir stellen fest, erst bei Knoten 10, also erst bei Replikat Nummer 10, haben wir 8 komplett vorhandene Replikate identifiziert. Replikat 3 und 9 hat gefehlt. Und jetzt ersetzen wir Replikat 3 und 9. Also die werden neu befüllt, aber die anderen Replikate, die später kämen, die betrachten wir gar nicht. Also wir wollen immer nur einen gewissen Mindestanteil an verfügbaren Replikaten im Netz sicherstellen. Wenn wir diese Mindestanzahl erreicht haben, schauen wir nicht weiter. Das ist so die Hauptidee. Und da sparen wir uns eben, wenn wir zum Beispiel 200 Replikate hätten, von denen wir 100 online haben wollen, und bei 112 sind wir schon fertig, dann betrachten wir die restlichen 78 Knoten nicht, die bis 200 reichen werden. Das sind so die so drei mögliche Ansätze, wie man eben die Replikate betrachten kann. Und hier nochmal eine Betrachtung, wie wirkt sich das denn aus? Wie sind sie untereinander so zu vergleichen? Zum einen hat man, genau bei diesem Randomized Lazy, es werden nicht alle ersetzt, nicht alle fehlenden Blöcke ersetzt, wie bei den anderen vorigen. Also bei dem ersten, bei dem naiven Ansatz, wo man alle 200 prüft und jedes fehlende austauscht, werden alle ersetzt. Bei dem vorigen, bei dem Lazy Maintenance, da wird ja auch, sobald ein Threshold, ein Schwellwert unterschritten wird, werden auch alle ersetzt. Und hier werden nicht alle Schwellwerte ersetzt, werden nicht alle Replikate ersetzt. Auch was man hier sieht bei dem, ja, was auch passiert ist, dass bei dem vorigen, dass alle eben zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgetauscht werden, und hier wird so über den gesamten Zeitlauf hinweg quasi immer mal wieder einige ersetzt. Das heißt, wenn sie 100 suchen und nur 2 waren offline, dann werden halt nur die 2 ausgetauscht, und das sorgt dafür, dass diese Bandbreitennutzung einfach viel verteilter ist und die Lasten, es gibt keine weniger Lastspitzen. Genau, das ist so quasi so eine Aussage, ist dieses Randomized Lazy dann eigentlich ganz vorteilhaft. Okay. Man könnte ja auch proaktiv vorgehen. Also wir hatten erstmal diese drei Verfahren festgestellt, die quasi davon ausgehen, dass wir zur Laufzeit immer wieder die Replikationsanzahl pro Datum, pro Objekt prüfen, und die hatten alle diese Grundannahme. Eine andere Grundannahme ist, dass wir sagen, Bandbreite und Speicherplatz ist eigentlich gar kein Problem. Das heißt, wir replizieren einfach so lange, bis die Knoten voll sind.
bis sie quasi alle Daten, also im Vorhinein gab es immer eine Begrenzung, wie weit die Replikation gehen sollte. Und hier ist eher die Annahme, wir replizieren alle Knoten. Wir füllen die Knoten so lange, bis sie sagen, dass sie genug haben. Sie können also ein Maximum definieren. Und dann wird eher bei Bedarf gelöscht. Genau. Hier ist aber das Problem eher, also bei diesen Proaktiven, wenn sie im Vornheraus Daten so weit replizieren, dann sind sie nicht mehr bei einem Replikationsgrad von 200, sondern vielleicht bei 1000. Und das funktioniert zwar auch, aber das Reaktive hat dann doch den Vorteil, dass sie dann noch auf neue Situationen reagieren können. Also wenn jetzt ein neues Objekt hinzukommt, dann wird es dafür genauso gut berücksichtigt, diese Replikation, wie für alte Objekte. Und hier ist es bei dem Proaktiven so, wenn einmal der Speicher aller Knoten voll ist, dann werden die neuen Knoten eben schwerer berücksichtigt und die neuen Daten. Okay. Gut, was passiert denn, wenn ein Knoten, das früher zuständig war für ein Objekt, es war ein Replikationsknoten, es war einer dieser 200, die das Objekt gespeichert haben, wenn der jetzt offline geht und dann wieder online kommt. Das Problem ist, der hat eigentlich zwei Optionen, entweder der behält es und bietet das Objekt an und ist ein neuer Replikationsknoten. Das Problem dabei ist aber, dass wir nicht genau wissen, wir müssen eigentlich berücksichtigen in unserer aktuellen Replikationszählung, ob jetzt neue Knoten, die früher Replikatsträger waren, berücksichtigt werden sollen oder nicht. Also wenn wir vorher 200 Replikate hatten im Netzwerk und jetzt kommen 10 weitere hinzu, die früher das auch hatten, sollen die das auch anbieten? Haben wir dann 210 und wir sollen welche löschen? Oder wie gehen wir davor? Und sollen wir solche Duplikate finden oder wie soll damit umgegangen werden? Und es hat alles Vor- und Nachteile. Zum einen kann man eigentlich betrachten, auf der einen Seite ist es gut, wenn wir mehr Replikate haben, weil die ja letztlich dazu beitragen, dass die Daten weiter verfügbar bleiben. Aber es kann auch dazu beitragen, dass wenn quasi wir das nicht aktiv kontrollieren, welcher Knoten welche Replikate hat, es vielleicht dazu führt, dass gerade bei diesen Erasure-Codes nicht genügend Diversität da ist. Also wenn alle nur ein Objekt und einen dieser spezifischen Blöcke haben, dann gibt es zwar 200 Kopien, aber nur eine kleinere Menge an unterschiedlichen. Also es ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, was da empfehlenswert ist. Also oft wird eigentlich empfohlen, dass man die Daten, wenn man neu online kommt, dass man die löscht oder dass man vorher abgleicht mit denen, die eben diese Daten verwalten, ob man die noch tragen soll oder nicht. Aber dass man es nicht pauschal einfach behält. Okay, und ein Beispiel, das quasi zur Übersicht, wie man Daten halten kann. Also einmal zum Thema Replikation, welche Replikationsdaten es so gibt, das normal oder das Erasure-Codes basiert und dann, wie man die Replikate aufrechterhalten kann. Und ein Ansatz, wie man quasi da so ein P2P-basiertes Speichersystem umsetzen kann, möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, das heißt Corporate File System. Und das ist auch von den Autoren, die auch Cord entwickelt haben, also eines der ersten anfänglichen Lösungen dazu. Basiert daher auch auf Cord. Und von der Annahme her ist es nur ein Ein-Publisher-System. Und man kann es nur lesen, also man kann keine... Also es ist natürlich nicht Read-Only, es ist eher ein Write-Once und Read-Many. Also man kann es einmal beschreiben, ein Datum anlegen und danach dieses nur noch lesen und nicht mehr verändern. Die anderen Modifikationen, die es so gibt für solche Peer-to-Peer-basierten Speichersysteme, wir werden nur dies hier anschauen, die anderen sind eigentlich ähnlich. Was dieses Corporate File-System macht, ist, wie wir schon, ich glaube, in der letzten Vorlesung gesehen haben, dass es diese Verwaltungsinformationen, welche Dateien es gibt, das wird einmal gespeichert, also dieses... Es gibt einmal so eine Art Verwaltungsdatei und es gibt einmal die eigentlichen Dateien. Und die eigentlichen Dateien ist zerlegt in verschiedene Blöcke. Also hier wird auch
davon Gebrauch gemacht, dass es oft sinnvoll ist, wirklich Dateien in kleinere Blöcke zu zerteilen und die dann verteilt im Netzwerk zu speichern. Das heißt, wenn Sie eine 700-Megabyte-Datei haben, dann wird es nicht ein Knoten abkriegen, sondern mehrere. Und das ist schon von Vorteil. Ein Vorteil ist davon Load Balancing, also wenn Sie das in 500 oder 1 Megabyte Happen zerteilen, dann ist jeder Knoten ungefähr probabilistisch gleich belastet. Okay, und die anderen Ziele, also Performance sollte ähnlich sein und man kann parallel laden und das sind so verschiedene Vorteile, die wir aber auch bei halbwegs ein bisschen bei BitTorrent gesehen haben. Also wenn Sie von verschiedenen Knoten beziehen können, das Objekt, dann hat es einen Vorteil. Okay, was sind die Ziele gewesen? Es sollte skalieren, also anvisiert waren Millionen von Knoten. Im Endeffekt ist ganz interessant, wie es dann später verwendet wurde, aber anfangs war das Ziel. Die Daten sollen immer verfügbar sein, vor allem, also wenn es nichts Katastrophenartiges passiert, also dass 50 Knoten oder 50% oder 90% der Knoten das Netzwerk verlassen, sollte es eigentlich gut funktionieren. Aber, also ist nicht sehr darauf angelegt. Das Load Balancing kommt daher, dass die Knoten ungefähr so viel, also die sollten so viel beitragen, wie viel sie an Kapazität haben. Es sollte so eine Vereinbarung geben, wie lange ein Datum gespeichert werden soll. Es sollte solche Quotas geben und es sollte schnell funktionieren. Aber das werden wir ja sehen, ob es so war. Von der Hauptidee her ist es so, dass es besteht aus drei Elementen. Einmal dem Filesystem, das quasi das Interface bietet zum Speichern und Abrufen von Dateien. Das wird umgesetzt, das nutzt diesen sogenannten D-Hash-Komponente, was die Datei in verschiedene Komponenten, Blöcke zerteilt. Und das D-Hash, das nutzt den Cord-Knoten, was dafür sorgt, dass diese Blöcke an die richtigen Punkte im Netzwerk verteilt werden und Lookups werden gestartet und die Dateien, die Blöcke dorthin kopiert. Und genau. Das ist, diese drei Komponenten gibt es, also hier oben werden, im Filesystem werden Dateien verwaltet, im D-Hash werden Blöcke verwaltet und Cord sorgt für die Speicherung und das Routing. Und was auch da angenommen war, die Knoten bestehen, also es gibt zwei Arten, es gibt zwar die Clients, die auf die Dateien zugreifen, aber es wird angenommen, also dass nicht zu viel Churn existiert, das heißt der verteilte Speicher über irgendwelche Server realisiert wird. Also da war der Fokus mehr auf den verteilten Speicher. Okay, genau, es werden die Blöcke gespeichert, gut. Das verteilt die Last, es verteilt den Traffic. Jeder Block wird k-mal repliziert mit einem Faktor, ja. So, dass die Replikationsrate einfach größer wird, weil es häufiger kopiert wird. Und es gibt diese zwei Arten von Blöcken, also einmal die normalen Blöcke, sagen wir mal, die Daten enthalten, das sind die aus der Datei bezogen wurden. Also wenn Sie 700 Megabyte Datei einspeichern, dann wird diese, sagen wir mal, 1 Megabyte Blöcke zerhackt. Jedes dieser Blöcke wird gehasht, sodass Sie quasi eine eindeutige ID dazu bekommen. Und jeder, der sich diesen Content-Block bezieht, kann dann prüfen, nachdem er ihn bezogen hat, ist der Hash dieses Blocks auch dessen ID, also oder wurde es verändert? Also das Objekt ist nur dann gültig, wenn es wirklich unter dem eigenen Hash dieses Blocks gespeichert wurde. So dass eben das System selbst von sich aus validiert, ob die Datei während der Übertragung oder dieser Block während der Übertragung verändert wurde. Und der zweite Art von Blöcken, das sind diese Verwaltungsblöcke oder Root-Blocks. Die enthalten welche Dateien es gibt. Also das ist mehr so ein Übersichtsblock, der ständig modifiziert werden kann von dem User und das ist quasi die Wurzel des Dateisystems. In diese Wurzel des Dateisystems schreibt er eigentlich Pointer auf die Verzeichnisse oder auf andere Dateien rein. Das Ganze ist noch ein bisschen gesichert mit dem Public Key, also man kann dann verifizieren, wer der Besitzer ist, dass es signiert, sodass man prüfen kann, dass es nicht verändert wurde. Aber letztlich ist quasi die Hauptunterscheidung einmal die Inhaltsblöcke, die quasi nur durch ihren Inhalt gekennzeichnet sind, und
dieser Verwaltungsblock, dieser Root-Block, der sagt, wie diese einzelnen Datenblöcke genutzt werden sollen. Also was ist, also wir werden gleich ein Beispiel dazu haben, was da zum Beispiel drin steht, ist, wenn Sie in Ihrem Hauptverzeichnis da mehrere Dateien haben, dann steht in diesem Root-Block drin, welche Dateinamen es hat und welche Object-ID zu dieser Datei gehört. Und dann, wenn Sie diese dazu ein Lookup starten, dann kriegen Sie quasi die Dateiinformation und von dort aus geht quasi alles aus. Okay, dann sind noch Caches eingeführt. Wir haben ja beim Betrachten der Caches ja auch gesagt, Caches sind dazu da, um willkürlich quasi Kopien des Objekts im Netzwerk zu erzeugen. Die tragen dazu bei, dass das alles ein bisschen schneller beantwortet wird. Aber das Problem der Caches war ja, dass sie nicht über Updates informiert werden. Das heißt, wenn ein Objekt erneuert wird unter derselben ID, dann kann es in den Caches veraltet sein. Das Problem haben wir hier nicht, also Konsistenz ist hier nicht ein Problem, weil es kann ja keine Datenupdates geben. Das heißt, wenn Sie ein neues Datum einspeichern, hat es einen ganz neuen Hash, und eine neue ID. Und das heißt, jedes Datenobjekt ist quasi einzigartig. Bis auf den Root-Block, aber der wird nicht gecached. Okay. Also dieses verteilte Filesystem? Man kann das D-Hash arbeitet ja auf Blockebene, das heißt, es kann einen Block speichern, es kann einen Block auch noch signieren und speichern und es kann das einen Block beziehen. Also eigentlich nur so eine DHT-Funktionalität, Put und Get. Interessant ist es, wie die ganzen Blöcke, die hier abgespeichert werden, wie die mit Bedeutung gefüllt werden. Das heißt, woher weiß ich denn, was mit den ganzen Blöcken ist, die im Netzwerk gespeichert sind? Dazu ist eben auf der Filesystemebene dieser Root-Block, der sagt, in meinem Dateisystem gibt es diese, jene Dateien. Und diese jenen Dateien finden sich unter dieser und jener Object-ID. Und dann kann man von dort aus diesem Root-Block quasi an diese Position springen und dort Lookups starten und so nach und nach quasi sich die Dateien beziehen. Das heißt, in diesem Root-Block steht eigentlich drin, sind diese Pointer auf die anderen Blöcke mit Dateinamen, mit Directories. Also ein Directory kann ja auch ein Datum sein, ein Objekt sein, das Dateien speichert und jede Datei für sich ist ein Pointer auf eine Menge von dieser Blöcke. Und wenn ich eine Datei lösche, dann modifiziere ich meinen Root-Block und trage sie eben nicht mehr ein. Dadurch sind die Blöcke zwar immer noch im Netzwerk irgendwo gespeichert, aber es verweist keiner mehr auf die. Und wenn ich eine neue Datei hinzufüge, dann modifiziere ich wieder meinen Root-Block, füge einen neuen Eintrag hinzu, sage, speichere alle Blöcke und verweise aus dem Root-Block auf diese Block-IDs. Und damit Daten, also eigentlich ist es wie bei beim Speicherverwaltung in der Programmiersprache, damit das Objekt auch im Netz gehalten wird. Also es kann ja sein, dass der Pointer auf ein Objekt verloren geht, wenn ich das quasi in meinem Root-Objekt rausnehme, dann sind die Blöcke zwar immer noch im Netz, aber niemand verweist mehr auf die, sie können nicht mehr gefunden werden. Und damit die nicht irgendwann mal den Speicher füllen, gibt es so eine maximale Zeit, solange sie gespeichert werden. Und wenn sie in dieser Zwischenzeit nicht aufgerufen werden, nicht benutzt werden, dann verschwinden sie aus dem Netzwerk. Und ja. Also eigentlich ist es so eine Pointer-Struktur und alle Pointer gehen von dem Root-Block aus. Genau, und woher weiß ich denn, wo der Root-Block ist? Dazu gibt es eben den Public Key. Das ist so quasi der Hauptidentifizierer des Autors, des Hauptautors dieses Filesystems. Wenn ich den Public Key des Autors kenne, dann weiß ich, wo sein Root-Block ist. Dann kann ich mir quasi seinen Root-Block beziehen. Dieser ist signiert. Ich kann quasi jeden die Signatur prüfen und schauen, ob er das wirklich erstellt hat. Und jeder dieser Einträge ist ein Verweis auf weitere Verzeichnisse oder Dateien. Und jede Datei besteht aus solchen Block-Contents und die sind ja selbst
signiert, also der Hash des Block-Contents ist gleich der ID des Objekts. Und so kann man eben so eine verteilte Verzeichnisstruktur aufbauen und man hat nur den Root-Block als Einstiegspunkt. Ja. Okay. Wie nutzt man das Ganze? Das allererste Mal, wenn noch gar keine Elemente enthalten sind, dann erstellt man erstmal eben eine erste Datei, ein erstes Datum. Also man speichert die Blöcke rein, merkt sich dabei, man kennt ja die Hashes der Blöcke, kennt dadurch die Object-IDs der Blöcke, erstellt so ein Root-Dokument und sagt, das gehört zu der Datei und das ist meine Datei und reicht dort alle Object-IDs ein. Okay. Genau, dann werden alle Blöcke gespeichert. Es werden keine, jeder Block ist für sich einzigartig, das heißt, sehr wahrscheinlich hat es auch einen eigenen Hash, hat es eine eigene ID. Wenn zwei Blöcke, die unterschiedlich sind, dieselbe ID haben, denselben Hash haben, dann gibt es dafür keinen Schutz, aber man geht einfach davon aus, dass es nicht passieren wird, weil es so unwahrscheinlich ist. Nur der Publisher kann die Daten modifizieren. Also nur der das Root-Dokument modifizieren kann, kann da neue Pointer eintragen und nur er kann es signieren und nur wenn die Signatur stimmt, kann es das berücksichtigt. Man kann nicht explizit löschen, es ist eher so, dass wenn die Pointer auf dein Objekt fehlen und es nicht mehr aufgerufen wird, dann nach einem Timeout wird das Objekt nicht mehr weiter gespeichert. Okay, so viel eben zu dem verteilten Speicher. Das skizziert, wie man eben so ein Peer-to-Peer-Netzwerk für zum Speichern von beliebigen Dateien für so ein Filesystem nutzen kann. Und das steht zwar nicht da, aber ich würde mal gern skizzieren, was sehen Sie denn für Probleme? Was fehlt denn? Was fehlt Ihnen denn so spontan, wenn Sie so ein Speichersystem betreiben würden? Kann man damit nehmen wir mal an, wir wollen damit eine Anwendung bauen, ein soziales Netzwerk, vielleicht mit mehreren Nutzern. Ist es ausreichend, um so eine Funktionalität zu haben? Ja? Ja. Ja, genau. Es kann immer nur einer auf einer, also man kann nicht Dateien durch mehrere Leute bearbeiten. Noch vielleicht irgendwas? Also was auch zum Beispiel ein Problem ist, sind Zugriffsrechte. Also hier kann ich gar nicht definieren, wer noch, nicht nur gemeinsam schreiben, sondern auch gemeinsam lesen mit anderen. Wie kann ich definieren, wer meine Daten lesen kann? Ist die Replikation gewährleistet? Ist denn die Konsistenz gewährleistet über die 200 Kopien, die es eventuell gibt? Wie sorge ich denn dafür, dass überhaupt dieses Root-Objekt vielleicht immer aktuell ist, über die Replikate hinweg? Also es gibt eigentlich viele Angriffsmöglichkeiten, auch wenn jetzt dieser Root-Block durch potenzielle irgendwelche Angriffe, Sybil-Attacken oder Eclipse-Attacken angegriffen wird, dann ist ja der gesamte Inhalt weg. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren, also es ist alles recht angreifbar und deshalb ist meiner Meinung nach auch so wenig aktuell Greifbares da, was man so für so einen verteilten Speicher auf Peer-to-Peer-Basis nutzen kann. Also wenn ich die Anwendungen anschaue, es gibt zwar File-Sharing, aber da gibt es ja kein richtiges Dateisystem und keine Zugriffskontrolle und keine Replikation drin. Und wenn wir File-Sharing ist ja im Peer-to-Peer-Bereich verbreitet, bietet aber nicht diesen Speicher. Und die anderen Anwendungen wie Skype, da kann man ja nichts speichern. Also das, was kompliziert ist, was schwierig ist, wurde eben da ausgespart. Okay. So viel eben zum Speichern, um mal da die Einblicke zu gewähren. Und als nächstes, das nächste große Thema, also eigentlich haben wir nur zwei große Themen noch vor uns. Das eine ist Monitoring, das heißt, wie kann ich den Systemzustand erfassen und wie kann ich einfach so Statistiken über das laufende System generieren. Und das zweite sind Anwendungen im Bereich
ja, sozialer Netzwerke, also wo könnte die Peer-to-Peer-Technologie hingehen und wo finden sich Anwendungen, neue Anwendungsgebiete neben File-Sharing? Und ein Hauptanwendungsfeld, das vielleicht aufpoppen könnte, ist, sind eben soziale Netzwerke, dass wir eben keine zentralen Komponenten haben, wie, die dann abgehört werden sollen oder können durch diverse Geheimdienste, sondern wenn erst wenn alles verteilt ist, dann kann man vielleicht auch das nur sicher haben. Das sind so die zwei Themen und das erste Thema ist eben das Monitoring. Okay, also was ist Monitoring und was wollen wir eigentlich damit erreichen? Dazu muss erstmal gesagt werden, na gut, so ein System, egal, verteiltes System, hat so eine Dienstgüte, also eine Qualität, in der man es misst. Das heißt, man hat so eine Liste von Parametern, quantitativ bewertbare Parameter, also Anzahl der Knoten, Bandbreitennutzung, Hopcount, Anteil, Lastverteilung unter den Knoten, also alles, was man quasi messen kann in dem System. Das wollen wir auch messen können, um eben zu prüfen, ob wir welches Verhalten das System anbietet. Und idealerweise wollen wir darauf auch Einfluss nehmen können. Also idealerweise hätten wir gerne so ein verteiltes System, dem wir sagen, diese und jene Qualität soll es liefern. Und wir sehen auch, wir können auch messen, welche Qualität es liefert und eventuell nachjustieren. Und warum so ein Peer-to-Peer-Netzwerk anders ist als ein Server-System oder so ein zentralisiertes System, ist einfach in einem Server-System oder einem zentralisierten System, dann wissen wir eigentlich, haben wir eigentlich eine kontrollierte Umgebung. Wir haben Zugriff auf die Ressourcen, wir können mehr Speicher nachliefern, wir könnten also darauf Einfluss nehmen. Das heißt, wir haben in einem Peer-to-Peer-Netzwerk schon mal eine große Heterogenität an Kapazitäten und an Verbindungen. Also wir bauen letztlich das System auf den unzuverlässigen Knoten mit ganz unterschiedlichen Qualitäten. Deshalb wissen wir auch nicht, wie die Qualität letztlich wird. Auch haben wir das Problem, die Anzahl der Knoten variiert über die Zeit. Also sie gehen online, sie kommen offline. Und deshalb wissen wir von den stark unterschiedlichen Kapazitäten auch nicht mehr, wie viel haben wir denn zur Verfügung. Und also das variiert sehr stark und auch wie es genutzt wird, variiert sehr stark. Also es kann einfach sein, dass abends viel weniger Knoten da sind, die nutzen das System anders als zur Mittagszeit. Das heißt, es ist so viel Bewegung da drin, dass wir einfach nicht pauschal sagen können, der durchschnittliche Hopcount wird immer 5 sein. Das heißt, der variiert mit der Zeit auch. Und jetzt ist eine Frage eben, wie können wir so Statistiken dazu erfassen? Also wie kriegen wir raus, was ist zum Beispiel die minimale Bandbreitennutzung eines Knotens oder maximaler Hopcount oder durchschnittliche Antwortzeit oder die Standardabweichung beim bereitgestellten Speicher. Also wie können wir solche statistische Aussagen treffen zum Gesamtsystem, also Peer-Count, Online-Time, zu einzelnen Overlay-Metriken wie Hopcount, Antwortzeiten, auch zu den Kosten und zu den verfügbaren Ressourcen. Also wir haben eigentlich eine recht, also das ist jetzt ja nur eine Auswahl an Beispielen, aber man kann sich da recht viel hinzudenken. Und das kann man sich vorstellen, zum einen braucht man das so zum Debuggen, um zu sehen, wie es funktioniert, aber das Netzwerk kann diese Information zum Beispiel auch verwenden, um sich selbst zu optimieren. Das ist so, also solche Informationen, wenn man die hätte, wäre es eigentlich sehr praktisch, sowohl zur Auswertung als auch zur Selbstoptimierung. Und da beschreibt eben der Begriff Monitoring das Einsammeln dieser Statistiken und das Erstellen solcher Statistiken. Und das Schöne ist, diese Information ist aggregierbar. Aggregierbar heißt, dass wenn Sie eine Statistik haben, das heißt, Sie haben einmal den Wert, was weiß ich, Hopcount, dann ist es egal, oder durchschnittlicher Hopcount, dann ist es egal, ob Sie diese Statistik für 10 oder für 1000 Knoten haben, das ist alles Integer-Werte oder so. Das heißt, da kann man vielleicht, also hier kann man vor allem effiziente Verfahren auch im Peer-to-Peer-Bereich finden, wie diese Statistiken aggregiert und zusammengefasst werden können. Und das Ziel ist da eben, die müssen recht frisch sein und wenig kosten. Also sie wollen nicht viel, sie wollen wenig Bandbreite dafür nur zur Verfügung stellen. Und das Ziel, wie ich schon gesagt habe, zum einen kann man diese Daten natürlich auswerten, zum Debuggen, wenn man sowas baut, aber hauptsächlich wird es eher dann genutzt, um zu erkennen, dass da irgendeine Qualität schiefläuft, dass vielleicht der Hopcount zu schlecht ist.
oder so eine Antwortzeit zu schlecht ist und dass das Overlay oder das Peer-to-Peer-System automatisch selbst darauf reagiert, sich anpasst, rekonfiguriert, um bessere Ziele zu erreichen. Also wir betrachten quasi, genau, das ist die Aussage, also das System kann sich quasi selbst monitoren, es kann sich selbst optimieren. Da, das ist so die Hauptmotivation und eben, man kann selbst erkennen, wenn zu viel Traffic erzeugt wird, wenn es zu langsam ist, wenn da irgendwo Effizienz verloren geht. Genau, es kann sich ja genau selbst optimieren. Das ist so die Hauptrichtung, wohin es gehen soll. Und weil eben, das ist wichtig, wenn man da irgendwie das wirklich mal anwenden will, eine Anwendung bauen will auf Peer-to-Peer-Basis, dann wollen die Nutzer auch, denen ist es egal, auf welcher Anwendung, auf welcher Netzwerkbasis, auf welcher Infrastrukturbasis das läuft. Die wollen einfach, dass es gut ist und schnell ist und deshalb muss man eigentlich die Qualität stetig beobachten. Wenn es irgendwie schief läuft oder irgendwas verbesserungswürdig ist, dann soll man es verbessern. Okay, so viel zur Motivation. Genau, als Beispiel. Also das, daher, okay, wir wollen also Informationen über das Gesamtsystem sammeln. Und was sind jetzt Statistiken und was sind aggregierbare Statistiken? Dazu kann man das ungefähr so modellieren. Also wir nehmen an, jeder Knoten, hier quasi auf dem Bild irgendwie dargestellt, A, B, C, D, hat lokale Statistiken. Das heißt, hier irgendwie dargestellt X, I zur Zeit T. Das heißt, das ist zum Beispiel, was ist der beobachtete Hop-Count des Knotens A, was der beobachtete Hop-Count des Knotens B. Das sind alles die persönlichen Messungen, wie viel Bandbreite verbrauchen die individuell. Und der Output des Monitoring-Verfahrens soll sein, quasi eine aggregierte globale Sicht auf alle Statistiken der Knoten. Das heißt, wir wollen, was heißt aggregiert? Also wir haben da verschiedene Aggregationsfunktionen, zum Beispiel Minimum. Da würde man alle Input-Werte aller Knoten wählen und das Minimum berechnen oder ein Durchschnitt oder Maximum der Summe. Das sind so, worauf es erstmal hinausläuft, also so Median und so. Das ist ein bisschen schwieriger. Nehmen wir also an, wir wollen den Durchschnitt, sagen wir mal, berechnen über alle Knoten, die es im Netzwerk gibt. Oder die Summe über alle Knoten, damit wir wissen, wie viele es zum Beispiel gibt, wie viele Knoten wir im Netz haben oder wie viel Gesamtspeicher wir im Netz haben oder wie viel Gesamttraffic verbraucht wird. Und eine Aggregationsfunktion ist dabei eine Funktion, die quasi eine Menge, beliebig große, nicht leere Menge von Werten auf eine einzige Menge, auf einen einzigen Wert abbilden. Also entweder so ein beliebig viele Doubles, gleich 0, auf einen Double-Wert abbildet. Und damit das gut funktioniert, gibt es dann noch weitere Anforderungen, aber die alle durch diese Standard-Aggregationsfunktion erfüllt werden. Einmal soll es assoziativ sein, das heißt, es soll egal sein, in welcher Reihenfolge wir aggregieren. Wenn wir drei Werte haben und die summieren wir auf, dann soll es egal sein, in welcher Reihenfolge wir summieren. Und auch die Reihenfolge soll egal sein. Also einmal, ja, also kommutativ soll das auch sein. Okay. Das heißt, von der Funktionsweise, was das Monitoring liefern soll, ist eigentlich ganz einfach. Man kann lokale Statistiken einspeisen und man kann die globalen Statistiken auslesen. Und dazu gibt es verschiedene Ansätze, wie man das machen kann. Die betrachten wir, ich glaube, in zwei, drei Folien. Genau, also ein Punkt noch zu diesen Aggregationen. Nur damit, also da gibt es verschiedene Ansätze, also es ist jetzt keine Rocket Science, aber das, was so normalerweise betrachtet wird, ist, dass man mindestens diese fünf ersten, also die Summe aller Knoten will man eigentlich immer messen. Man will ein Minimum über alle Werte, Maximum. Und Summe und Durchschnitt, das sind so die Hauptwerte, die man normalerweise misst und aggregiert. Und was man auch noch betrachten kann, wenn es interessant ist, so eine Standardabweichung, die kann man auch mit leichten Umwegen, also ein bisschen anders als die ursprüngliche Standardabweichungsberechnung, aber das lässt sich auch berechnen, sodass man quasi so eine weitere statistische Aussage bekommt. Wenn man N viele Messungen hat. Also diese A1 bis A1 sind individuelle Messungen von unterschiedlichen Knoten. Und das ist, die Formeln geben an, wie man quasi über alle Knoten dann diese
Statistiken bildet. Okay, also die Aggregationsfunktionen sind auch nicht Zauberwerk. Und jetzt, wenn man so eine Lösung dazu baut, also es gibt verschiedene Ansätze, hat man verschiedene Ziele. Also zum einen soll es natürlich mit Churn umgehen können, also wenn die Knoten on und offline gehen, soll es ja noch funktionieren, Links gehen verloren, also Verbindungen. Es soll sowohl skalieren in Anzahl der Teilnehmer, also wenn wir jetzt 1 Million Knoten haben, dann soll jeder Knoten individuell nicht überlastet werden, das heißt pro Knoten soll es wenig Aufwand sein. Deshalb geht zum Beispiel eine zentralisierte Lösung nicht, weil eben mit 10 Millionen Knoten hat man dann 10 Millionen Mal mehr Aufwand als mit nur einem Knoten. Es soll auch mit dieser Anzahl der Informationen skalieren. Das heißt, wenn ich jetzt nur 10 Werte messen will, soll es genauso gut funktionieren, als wenn ich 100 Werte messen will. Es soll nicht zu viel Kosten erzeugen. Es soll möglichst genau an dem eigentlichen aktuellen Wert liegen. Wegen Kosten und möglichst allgemein anwendbar. Das heißt, deshalb sind die ganzen verschiedenen Lösungen noch oft unabhängig vom Overlay. Also es ist da nicht ein Overlay für Cord oder eine Monitoring-Lösung für Cord und eins für Pesty, sondern die funktionieren oft sehr allgemein. Und da kann man, bevor wir in die eigentlichen Verfahren eingehen, nur eine Übersicht, wie denn diese verschiedenen Lösungen designt werden können. Also natürlich kann man sich erstmal entscheiden, soll es dezentral sein oder zentralisiert. Zentralisierte Lösungen haben dann eben den Nachteil, dass sie nicht skalieren. Wenn es dezentral ist, kann man sich überlegen, entweder baut man eine unabhängige Schicht, die unabhängig ist vom Overlay, oder man integriert sie in ein Overlay. Das ist so mehr der Vergleich. Entweder macht man es allgemein oder halt optimiert und effizienter. Dann, wenn man es eine eigene Schicht baut, also ein weiteres Overlay eigentlich auf dem eigentlichen Peer-to-Peer-Overlay. Da kann man sich da auch verschiedene Topologien ausdenken, also entweder so ein Zufallsgraphen oder ein Baum oder irgendwie doch eine Ringstruktur oder was anderes. Also es gibt schon verschiedene. Also es lässt sich dann, off-Chord würde dann zum Beispiel noch eine neue Baumtopologie liegen. Man kann dann überlegen, wie man das macht. Da werden wir einige Beispiele sehen. Dann kann man sich überlegen, okay, wenn ich das Monitoring mache, entweder betrachte ich alle Knoten, das ist so quasi das Beste, also wenn ich 1000 Knoten habe, dann berücksichtige ich die Werte aller 1000 Knoten, oder ich kann es interpolieren, indem ich nur 100 Knoten frage und ich rechne mir das hoch. Dann habe ich weniger Aufwand, deshalb das Ergebnis ist aber auch ein bisschen falsch. Oder falscher. Dann kann man die Monitoring sich noch proaktiv, also periodisch erzeugen und sie steht zur Verfügung oder reaktiv eben, wenn Bedarf ist. Und die zwei Richtungen, entweder drückt jeder seine Sicht auf die Welt herum und verteilt sie, also jeder, der quasi Statistiken zur Verfügung hat, verteilt sie, oder der Statistiken haben möchte, der bezieht sie. Das sind so die zwei allgemeinen Richtungen. Und zu jedem dieser 6 Entscheidungsmöglichkeiten bieten die verschiedenen Lösungen halt unterschiedliche Auswahl. Also es kann sein, dass eins eben integriert ist, aber mit den anderen übereinstimmt. Und das sind so die Designentscheidungen, wo man Varianten hat. Okay, was wir betrachten werden, das ist jetzt so eine Übersichtsfolie. Also erstmal, ich glaube, zu dem Zentralisierten werden wir wenig sagen, aber auch eine Folie vielleicht. Es gibt auch zentralisierte Lösungen für verteilte Systeme, also Nagios oder SNMP. Static Network Management Protocol, glaube ich. Nagios ist so ein Monitoring-Umgebung. Also auch jetzt, irgendwelche Rechenzentren werden ja auch gemonitort und es funktioniert ja auch. Aber da ist immer die Aussage, na gut, das skaliert nicht, wenn die 1 Million oder 2 Millionen Knoten haben. Dann werden sie nicht einfach immer nur einen Server bedienen mit ihren Statistiken. Dann betrachten wir eine kleine Lösung, die integriert ist in ein bestehendes Overlay, quasi das ein Overlay aufwertet und erweitert und dann plötzlich Statistiken sammeln kann. Dann betrachten wir Uniform Sampling, das quasi nur eine Teilmenge der Knoten betrachtet, aber darüber interpoliert. Und dann betrachten wir zwei Lösungen, die alle Knoten berücksichtigen.
eins, das mehr so einen Zufallsgraphen entspricht und die Kommunikation ist zufällig, und einen baumbasierten Ansatz, wo mehr so eine Baumtopologie aufgebaut wird und zielgerichtet die Daten eingesammelt werden. Okay, das ist so der Plan, und heute betrachten wir eigentlich nur die ersten, ja, also den baumbasierten Ansatz jedenfalls nicht. Die ersten drei, die sind eigentlich schnell abgehandelt. Okay, also die zentralisierte Lösung, wie schon eben angemerkt, Simple Network Monitoring Protocol oder Nagios, so eine Umgebungsumgebung, so eine Monitoring-Umgebung, so eine Open-Source-Lösung. Es gibt auch Hardware-basierte Lösungen wie das Intel Actives Management Topology, Technology. Also Lösungen dafür gibt es. Hauptanwendungsfelder sind so Rechenzentren, wo sie auch viele Knoten haben. Funktioniert gut auf der Größe, aber eben je mehr Knoten hinzukommen, desto unpraktikabler wird es. Wenn sie, wie gesagt, 1 Million Knoten haben, dann würde es ja bedeuten, dass alle 1 Million Knoten ihren Status immer diesem Server mitteilen, der die Berechnung durchführt. Und idealerweise noch, also unser Ziel ist, dass jeder Knoten auch die Sicht auf das Netzwerk bekommt. Also die sollen auch geliefert werden mit den Statistiken, und irgendwo ist da halt Schluss. Also es funktioniert nicht, Single Point of Failure. Ja. Okay. Dann, also deshalb Motivation, okay, wir brauchen was Verteiltes. Und damit ein erster verteilter Ansatz ist, man könnte ja überlegen, wir erweitern ein Overlay, damit es auch noch Statistiken austauscht. Also man erweitert das Overlay eben nicht im Sinne des für Lookups, sondern zum Einsammeln der Statistiken. Ja, hat Vor- und Nachteile. Dazu gibt es zum Beispiel die Lösung Distributed Approximative System Information System, DASIS von 2004. Und es nimmt an, dass wir so ein strukturiertes Overlay haben mit einem prefixbasierten Routing, also sowas wie PassTree. Und nun beschreibt es, wie die Routing-Tabelle verändert werden soll und zusätzlich die Stabilisierungsprotokolle, also diese Routing-Tabellen abgleichen, auch verändert werden sollen, damit über diese Veränderung hinweg das Monitoring erreicht wird. Das heißt, die Annahme ist, dass wir erstmal Peers haben, die haben diese Darstellung, also n viele Bits, 160 Bits zum Beispiel bei PassTree, und jeder Knoten mit den spezifischen Bits B1 bis Bn soll sich komplett auskennen in dem Bereich, in allen seinen Prefixes, sagen wir mal so. Das heißt, ja, also der soll sich auskennen in seinem eigenen Bereich, also wo alle Bits übereinstimmen, dann in den Bereich, wo nur das letzte Bit sich unterscheidet, und hier mit B1, B2, B3 quasi alle Knoten mit den Bits B1, B2, B3, die mit diesen Bits beginnen, über diese werden dann auch Statistiken erzeugt. Nochmal genau, um ein Bild dazu zu bieten. Hier unten haben wir, sagen wir mal, 2 Knoten. Die beginnen beide mit 0,0. Und durch so Divide and Conquer wird dann quasi von unten her diese Sicht aufgebaut. Also das heißt, wenn die zwei sich kennen, also vom Prefix können sie sich ja austauschen, die tauschen sich aus über ihre Statistiken und bieten dann quasi, haben das Wissen über die Statistik zu dem Teilbaum, der mit 0,0 beginnt. Und jeder dieser Knoten kann sich jetzt mit einem Knoten austauschen, der mit 0,1 beginnt. Und dort eben die Sicht erzeugen zu dem Teilbaum, der mit 0,0 beginnt. Und dasselbe eben eine Ebene höher. Also das heißt, auf jeder Ebene wird erstmal, also man bestimmt erstmal seine Statistik für den tiefsten möglichen Teilbaum, wo man allein ist. Also im schlimmsten Fall hat man eben B1 bis EN, nur für sich allein. Dann tauscht man sich quasi eine Ebene höher mit seinem Baumnachbarn aus, um eben wieder eine gemeinsame Sicht zu bilden für einen Indexpunkt weniger. Also wenn wir quasi unseren eigenen Status kennen, mit B1 bis BI plus 1, und dann kontaktieren wir den Knoten, der eben im letzten Bit unterschiedlich ist, und indem wir unseren und seinen Zustand kennen, können wir einen Index
kürzer, den Teilbaum zu einem Index kürzer, den Zustand berechnen. Das heißt, so ja, teilbaumweise geht es dann hoch, bis quasi jeder Knoten die Statistik über alle anderen Knoten auch hat. Und das lässt sich ja, wenn Sie sich dann das bei PestTree so vorstellen, wir haben ja in jedem dieser Zeilen den Eintrag gehabt zu Knoten, die bis zu einem, also denselben Präfix hatten, mit einem bis zu einem bestimmten Level. Wenn wir uns mit diesen austauschen, dann können wir diesen Schritt quasi realisieren. Und immer wenn wir uns mit denen abgleichen, dann können wir quasi die Monitoring-Informationen so piggybacken, das heißt einfach mal an diese Routing-Informationen anhängen und dabei tauschen wir uns aus und kriegen dieselbe Sicht. Ja, was ist der Nachteil? Warum funktioniert das nicht gut? Zum einen, naja, Piggybacking, das ist eigentlich egal, ob wir es jetzt piggybacken oder so verschicken, weil der Traffic wird ja erzeugt. Man spart zwar Nachrichten, aber nicht Traffic. Ferner wird stark in das Overlay eingegriffen. Also nehmen Sie mal an, wir haben jetzt PestTree und da haben wir das angewandt. Und nun wollen wir den PestTree-Routing-Algorithmus mal modifizieren. Dann modifizieren wir dadurch auch das Monitoring-Verfahren. Und das heißt, man kann die beiden nicht unabhängig voneinander verbessern. Das heißt, das ist so ein Nachteil, das ist nicht wirklich erweiterbar, sowohl Overlay, dadurch, dass jede Veränderung des Overlays auch an das Monitoring weitergegeben wird, was wir eventuell nicht wollen, können wir die nicht eben erweitern. Es ist ineffizient, weil wir mit sehr, sehr vielen, also wir tauschen uns mit sehr recht vielen Knoten aus, mit O-Log N vielen. Und ja, der Vorteil ist aber, es lässt sich recht gut anwenden. Und jeder Knoten wird informiert. Und manchmal haben wir ja diese Informationen, diese Routing-Topologien ja auch zur Hand. Also das könnte funktionieren, aber wie gesagt, durch die starke Verkettung ist es nicht sehr clever und erweiterbar und es ist außerdem teuer. Okay, ein anderer Ansatz, wie man die Kosten quasi reduzieren kann, ist durch das sogenannte Uniform Sampling, also nochmal, um die Übersicht zu erzeugen, wo wir gerade sind. Also wir haben quasi zentralisiert betrachtet, dann dieses Integrated, also eine eigene integrierte Lösung in das Overlay. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn die Ergebnisse interpoliert werden. Dazu ist die Hauptidee ist, wir nehmen eine repräsentative Menge von Knoten, vielleicht 100 von 1000, oder wir wissen ja nicht, wie viele Knoten es gibt. Und in diesen, und wir veranlassen jetzt einen Random Walk, um diese repräsentative Menge auszuwählen. Das heißt, wir schicken Random Walks, haben wir ja kennengelernt, die wählen zufällig sich einen Pfad durch den Graphen. Die haben einen Time to Live, also wie weit sie kommen. Und die wählen ja zufällig Knoten aus. Kann man noch ein bisschen erweitern, dass die halt nicht an immer stark vernetzte Knoten ankommen. Das heißt, damit das Ergebnis nicht immer zu sehr verfälscht wird. Also jeder Knoten, der ausgewählt wird, sollte die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, unabhängig davon, welchen Knoten gerade hat. Genau, also wir starten irgendwo von dem Knoten, der die Information haben will. Der wählt sich zufällig seinen Nachbar Y aus. Genau, und die Auswahl soll unabhängig sein von dem Knotengrad des Knotens. Jeder Knoten, also hier ist die Aussage, dass unser Random Walk beim Knoten X ist, sollte für alle Knoten gleich sein, unabhängig von dem Knotengrad. Und so wählen wir eben 100 Knoten aus. Wie erreichen wir das? Nochmal eine kurze Überlegung dazu. Nehmen Sie mal an, Sie haben so einen verteilten Graphen, bei dem ein Knoten sehr dominant ist und über sehr viele Kanten verfügt. Das heißt, wenn Sie zufällig einfach nur alle Knoten mit derselben Wahrscheinlichkeit, jeden Nachbar mit derselben Wahrscheinlichkeit auswählen würden, dann hat er eigentlich eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, ausgewählt zu werden, weil er der Nachbar von sehr vielen Knoten ist. Daher gibt es dann noch so Erweiterungen, wie gewährleistet wird, dass eben starke Knoten bei der Auswahl benachteiligt werden, sodass alle wieder die gleiche Wahrscheinlichkeit haben. Also, wie erreicht man das? Dazu könnte man, also,
Moment, bevor ich Ihnen das erzähle, was das darstellt, möchte ich kurz mal erwähnen, was das Ziel ist. Also wenn Sie, sagen wir mal, einen Knoten hat 10 Nachbarn, wenn die Auswahlwahrscheinlichkeit für jeden Nachbarn ein Zehntel ist, dann haben wir ein Problem, weil der Knoten, der sehr viele Kontakte hat, einfach bei sehr vielen als Nachbar gelistet wird und deshalb sehr viel häufiger ausgewählt wird. Und um das eben zu begegnen, kann man berücksichtigen, wie viel Grad, welchen Knotengrad Sie haben. Das heißt, diese veränderte Übergangswahrscheinlichkeit, also die Auswahlwahrscheinlichkeit unserer Nachbarn, die vorher 1 durch 10 war, also hier ist zum Beispiel, wir sind jetzt Knoten X und nach Y, wir haben 10 verschiedene Ys zur Auswahl, zu jedem einzelnen Y ist ein Zehntel, da berücksichtigen wir, wie viele Kanten der Nachbar denn hat. Wenn das dieser, also der Knoten Y, wenn der sehr viele Kontakte hat, sehr viele Nachbarn, dann ist es hier im Nenner im Vergleich zu unserem und deshalb wird dieser Knoten einfach mit so viel unwahrscheinlich ausgewählt, je mehr Kanten er hat, sodass alle über alle Knoten hinweg die Wahrscheinlichkeit ausgewählt zu werden gleich hoch ist. Das heißt, wir starten irgendwo, wir beziehen uns nach unserer Liste der Nachbarn, um zu bestimmen, wie mit welcher Wahrscheinlichkeit wir sie auswählen. Dann erzeugen wir eine Zufallszahl und falls wir mit dieser Zufallszahl über diesen Bruch kommen, über unsere eigene Kantenzahl geteilt durch die Kantenzahl des Nachbarn, dann springen wir dorthin und wenn der Nachbar Y, wenn wir da über diese Wahrscheinlichkeit nicht kommen, dann gehen wir nicht dorthin. Und das Ganze führt dazu, dass die Knoten gleich wahrscheinlich ausgewählt werden. Na gut, das Wichtige ist, okay, also das ist quasi zur Knotenauswahl. Uniform Sampling an sich wird nur bei Bedarf gestartet, das ist also ein reaktives Protokoll. Also wenn ein Knoten wissen will, wie ist der aktuelle Zustand des Graphen, erzeugt er sich so ein Uniform Sample. Er schickt es los, er legt fest, wie viele Hops es weit gehen soll, vielleicht 100. Dann in jedem einzelnen Knoten wird eben die Nachbarschaft ausgewählt, also wer der nächste Hop ist. Dazu wird so modifiziert, wie eben betrachtet, dass eben Knoten mit hoher Kantenzahl weniger häufig ausgewählt werden. Und dann läuft dieser Random Walk eben die 100 Knoten entlang. Und auf dem Weg werden die Ergebnisse aller dieser 100 Knoten aggregiert und am Ende zum anfragenden Knoten das Ergebnis zurückgeschickt. Das Schöne ist, es ist immer einsetzbar. Das heißt, egal wie Ihr Graph aussieht, ob Sie jetzt ein unstrukturiertes Overlay haben, ein strukturiertes oder was auch immer, Sie haben ja immer einen Graphen und Sie können immer einen Random Walk ausführen und es funktioniert immer. Das Problem ist, na gut, Sie haben jetzt 100 Knoten gefragt, aber zufällig haben Sie vielleicht die falschen Knoten gefragt. Und das Ergebnis ist daher, naja, unklar, wie gut ist es denn? Sie wissen es nicht. Sie können nicht, ein weiterer Nachteil, Sie können eben nicht alle interessanten Statistiken berechnen, zum Beispiel Minimum, Maximum oder auch die Summe. Also Sie können nicht erfahren, wie viele Knoten gibt es im Netzwerk oder welcher Knoten ist am meisten belastet, weil wenn dieser Knoten unter den 100 nicht dabei ist, dann wissen Sie es halt nicht. Und jeder Knoten arbeitet für sich und es gibt keinen Benefit, es gibt keine Verbesserung, keine Mitnutzung der anderen Knoten. Also jeder erzeugt sich dieselben Kosten und es wird nicht voneinander profitiert. Okay. Quasi zum Abschluss. Der ein weiterer Ansatz, das Gossip-basierte Verfahren. Nächste Woche würden wir dann die Baumbasierten anschauen. Okay, also zum Gossip-basierten, wo kommt die Idee her? Was ist Gossip? Gossip heißt Gerücht im Deutschen, also Smalltalk, also Gerücht. Es heißt ja, nichts ist schneller als Licht, nur das Gerücht. Also das ist der Austausch von Nachbarn untereinander, also die reden miteinander. Jeder Knoten kann nur mit seinen Nachbarn kommunizieren, also deshalb Gerüchte. Weitersagen und man nimmt dabei, setzt gar keine
zusätzlichen Anforderungen an die Topologie. Also die kann beliebig sein, es kann Chord sein, es kann ein Teller sein, das ist egal, wie es verbunden ist. Und mit diesen Nachbarn, mit denen wir reden können, mit unseren aktuellen Kontakten, die wir schon haben, tauschen wir Werte aus. Also wir können nur Werte austauschen und diese Informationen, die dann bei uns eingehen, aggregieren. Okay. Wir werden gleich sehen, wie es genutzt wird. Pauschal, also sehr allgemein ist es so, dass diese Gossip-basierten Protokolle in Runden arbeiten. Und die zusätzlichen Epochen. Also was ist eine Epoche? Eine Epoche ist so eine längere Zeiteinheit, die aus verschiedenen Runden besteht. Und nachdem eine Epoche vorbei ist, beginnt eine neue Epoche. Allgemein kann man ungefähr sagen, am Anfang der Epoche misst jeder Knoten seinen Wert. Danach wird rundenweise aggregiert, bis alle glücklich sind und dann beginnt eine neue Epoche, da wird wieder neu gemessen. Okay, und was geschieht in jeder Runde? In jeder Runde wählt jeder Knoten einen seiner Nachbarn aus. Zufällig, probabilistisch. Also dem schickt er ein bisschen Information, eine kleine Nachricht mit seiner Information, die er aggregieren will. Es kommt eine Antwort zurück und die aggregieren das dann gemeinsam. Das werden wir uns gleich anschauen, wie es funktioniert. Und Aussage ist, es funktioniert recht schnell. Zum Beispiel soll hier der Durchschnittswert gebildet werden über 12 Knoten. Das ist so der initiale Ausgangspunkt mit den verschiedenen Werten, die jeder Knoten hat. Und jetzt tauschen sich diese Knoten in dieser zufälligen Auswahl so aus, wie hier unten links dargestellt. Und dann bildet zum Beispiel der Knoten hier mit dem Wert... Welchen wählen wir denn aus? Genau, die hier 48 und 38 werden ausgewählt und die bilden dann den Durchschnitt ihrer Werte, das ist jeweils 43 und das speichern sich. Und in der nächsten Runde wählen sie dann wieder neue Nachbarn aus und berechnen dann wieder den Durchschnitt und nach 5 Runden haben sich schon diese Werte herauskristallisiert, also alles so zwischen 46 und 48 und nach 10 Runden sind sie alle beim selben Wert von 47,08, was den Durchschnitt aller Werte betrifft. Das heißt, das ist so die Grundidee, wie der Durchschnitt zum Beispiel berechnet wird. Und nachdem quasi alle entscheiden, ja, jetzt sind wir fertig, jetzt haben wir den globalen Wert berechnet, dann startet die nächste Epoche. Sie messen wieder ihren lokalen Wert und dann führen sie dasselbe nochmal aus und konvergieren wieder gegen einen bestimmten Wert. Das heißt, also was die Summenberechnung, die Durchschnittsberechnung angeht, ist vom Prinzip her sehr naheliegend. Also eigentlich, da sind die gossip-basierten Ansätze gut, Durchschnitte berechnen. Bei der Summe ist es ein bisschen kniffliger. Um die Summe zu berechnen, wird quasi der Kehrwert des Durchschnitts von einem Wert 1 gebildet. Also jeder Knoten startet mit dem Wert 0, bis auf einen, der eine 1 hat. Also hier, ein Knoten hat den Wert 1, alle anderen haben den Wert 0. Und jetzt wird über diese einzelne 1 der Durchschnitt gebildet. So dass in diesem Fall nach verschiedenen Durchläufen müssten wir bei 0,2 ankommen. Der Durchschnitt über die eine 1 bei 5 Knoten ist 0,2. Wenn wir darüber den Durchschnitt bilden, den Kehrwert, der Kehrwert von 0,2 ist 1 durch 0,2 ist gleich 5. Das heißt, die Summe aller Knoten ist 5. Und wenn wir die Summe aller Knoten kennen und den Durchschnittswert, dann können wir multiplizieren und haben die Gesamtsumme eines Wertes. Das heißt, zusammenzufassen, es ist recht einfach, Durchschnitte zu berechnen. Also jeder Knoten wählt einen Nachbarn aus und tauscht sich mit dem aus und dann berechnen sie den gemeinsamen Durchschnitt. Und die Summe zu berechnen ist auch einfach, unter der Annahme, wir starten mit einer einzigen 1 und der Rest besteht aus Nullen. Und um das Ganze zu formalisieren, stelle ich Ihnen jetzt kurz Pushstump vor. Das ist eben dieser Algorithmus, der hier Gossip-basierte monitort. Dazu ist die Annahme, wir haben erstmal lokale Werte bei den Knoten xi zum Zeit t und
In der ersten Runde der Epoche wird eben dieser, also wir nehmen an, dass am Epochenbeginn alle zur gleichen Zeit starten und jeder seine aktuelle Messung nimmt. Das heißt, es gibt zwei Werte, Pushsum arbeitet mit zwei Werten, S und W, und der erste S-Wert ist quasi unsere aktuelle Messung und das Gewicht, also das W, wird als 1 gewählt. Und das schicken wir uns selbst. Und in allen folgenden Runden gehen wir davon aus, dass wir in der vorigen Runde Werte bekommen haben. Wir summieren alle empfangenen S auf, wir summieren alle empfangenen W auf und das ist jetzt unser neuer Wert. Dann wählen wir einen neuen Knoten aus, dem schicken wir die Hälfte unseres Wertes zu und uns selbst schicken wir das auch zu. Und am Ende der, genau, und das machen wir rundenweise und wir berechnen diesen Bruch, also S durch W als Ergebnis unserer Berechnung. Also das ist so, wie der Algorithmus beschrieben ist. Ich persönlich finde es besser, wenn, also ich merke es mir immer so, letztlich, was getan wird. Am Anfang, das ist wichtig, wird die aktuelle Messung auf S gesetzt. Also S, also was hat Ihr Algorithmus Pushsum an Input? Sie haben ein S und ein W und S setzen Sie am Anfang der Epoche auf Ihre aktuelle Messung. Und für die Durchschnittsberechnung setzen Sie das Gewicht auf 1. Und dann in den nächsten Runden wählen Sie sich einen Nachbarn aus. Sie bilden mit seinen Werten den Durchschnitt. Und die Durchschnittsberechnung mit deinem ausgewählten Nachbarn ist quasi das, was hier kodiert ist, mit dem Verschicken der Hälfte und so. Ist vielleicht formell schöner, aber letztlich wird nur der Durchschnitt mit einem anderen Nachbarn gewählt. Und das Endergebnis dieser ganzen Berechnung ist S durch W. Das heißt nochmal, also Sie haben als Input ein S und ein W, also Ihren Wert und ein Gewicht. Und Pushsum liefert das Ergebnis, es berechnet den Durchschnitt über alle S, es berechnet den Durchschnitt über alle W und das Ergebnis des Gossip-Verfahrens ist der Durchschnitt aller S durch den Durchschnitt aller Ws. Und wenn Sie jetzt einen Wert, zum Beispiel über alle XIs den Durchschnitt berechnen wollen, dann wählen Sie beim Starten eben S gleich X und das Gewicht ist 1, dann ist das Gesamtergebnis der Durchschnitt aller X über 1. Wenn Sie alle Knoten zählen wollen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass ein Knoten mit der 1 beginnt, hier im Gewicht, und alle anderen mit dem Gewicht 0, sodass quasi, wenn Sie hier Average über alle S rechnen, dann ist ja das 1, und beim Average über alle Ws ist es 1 durch N. Weil das war das Beispiel vor zwei Folien, die Summenberechnung. Das heißt, wenn nur einer die 1 hat und alle anderen haben 0, dann ist das der Durchschnitt über diese Werte 1 durch n. Und das im Kehrwert, so berechnen Sie die Anzahl der Knoten. Und wenn Sie einen Wert aufsummieren wollen, also Sie wollen zählen, was haben denn die ganzen verschiedenen Knoten an x, i's, an Werten, dann kombinieren Sie das letztlich. Also Sie bestimmen den Durchschnitt über alle x, Sie berechnen, wie viele Knoten es im Netzwerk gibt, und das wird miteinander multipliziert. Dazu werden wir auch noch eine Übung haben nächstes Jahr. Okay. Bisher haben wir immer nur quasi das betrachtet unter der Annahme, es erfolgt rundenweise und am Anfang wird eben in Runde 0 wird Ihr Wert gesetzt. Und später, wenn Sie hier beobachtet haben, x taucht hier nicht mehr auf. Also in allen anderen Runden taucht x nicht mehr auf. Das heißt, Sie gehen nur am Anfang der Runde 0 wird der aktuelle Messwert berücksichtigt und später nicht. Also in den weiteren Runden wird nur über diesen ersten Wert aggregiert und dann erhalten Sie eine Übersicht dazu. Das heißt, über die weiteren Runden wird es nicht verändert. Und wie sorgen Sie jetzt dafür, dass quasi dann doch Sie halbwegs immer den aktuellen Zustand erhalten und nicht den von vor 5 Tagen? Das erfolgt, indem neue Epochen gestartet werden. Also
Also die Epoche ist eben das, Runde 0 beginnt, dann wird aggregiert und wenn wir weit genug aggregiert haben und wir uns entschieden haben, dass es gut genug ist, dann starten wir die Epoche neu. Ein Ansatz ist, man kann natürlich das zentralisiert machen, alle Knoten anschreiben, jetzt beginnt eine neue Epoche, wählt den aktuellen Wert und periodisch wird es von diesem Leiter, von diesem zentralisierten Knoten neu gestartet. Das wird gehen, ja. Interessanter ist es aber, wenn es dezentral geschieht. Und zwar könnte jeder Knoten entscheiden, ich bin jetzt der Meinung, es sollte eine neue Epoche beginnen. Dazu wird neben diesen Werten X und W auch noch eine Versionsnummer mitgeteilt. Und die größeren Versionsnummern übernehmen quasi die kleineren Versionen. Das heißt, nebeneinander parallel im Netzwerk werden jetzt diese neuen Epochen gestartet und die Epochen mit der großen Versionsnummer verdrängen einfach die kleineren. Und dann läuft es wieder eine Weile, also sagen wir mal, alle werden verdrängt, es gibt nur noch eine Epoche, bis es kaum noch Variationen gibt. Also das heißt, die Änderung dieser Durchschnittsberechnung, das verändert sich nur im sehr, sehr kleinen Bereich. Dann entscheidet ein Knoten oder alle unabhängig voneinander, mir reicht es, wir starten eine neue Epoche. Dann beginnen sie wieder mit neuen Versionsnummern, die zufällig gewählt werden und eine mit der größten Versionsnummer verdrängt dann alle anderen und alle schließen sich dieser Epoche dann an. Die letzten zwei Folien, glaube ich, hierzu. Wie sieht es dann aus, wenn man das mal simuliert? Hier mal ein Vergleich mit 1 Million Knoten, dass Sie ein Gefühl für kriegen. Die Runden sind alle 5 Sekunden. Und was man da sieht, komischerweise, also oder nicht komischerweise, ist, es soll gemessen werden, wie viele Knoten sind denn im Netzwerk. Und eigentlich was Richtiges ist das, was hier am Ende der Epoche immer rauskommt, dass es eben 1 Million Knoten gibt. Aber was anfangs gemessen wird, gerade bei dieser Knotenberechnung, ist doch ein sehr starker Ausreißer, weil die Berechnung des Durchschnittswertes einfach eine Weile dauert, der Summe einfach eine Weile dauert, bis das einpendelt, bis es konvergiert. Das heißt, für eine recht lange Zeit hat man einen falschen Wert, weil jede Epoche einfach mit einem immer wieder neu gestartet wird und die alten Ergebnisse verwirft. Also so sieht es aus, wenn man die Anzahl der Knoten zum Beispiel misst. Man kann das zwar noch einstellen, also wenn man Number of Nodes kennt und wenn man den relativen Error definiert, wie groß der sein soll, dann kann man das gut bestimmen, also wie viele Runden es braucht, bis man eben diese Qualität erreicht, bis man diese Abweichung erreicht. Aber das Problem ist wirklich, dass am Anfang der Epochen diese Ausreißer recht stark sind und man dennoch recht viele Nachrichten austauschen muss pro Knoten, bis man zu einem gemeinsamen Wert konvergiert. Genau, Abschluss. Also das Gute ist, es funktioniert in jedem Graphen. Es wird nichts angenommen über die Overlay-Topologie, was die ausmacht, wie sie aussieht. Es funktioniert immer, aber es ist langsam. Epochen. Wenn es gut sein soll, sollen die Epochen lang sein. Dann ist der Fehler klein, aber eben über einen alten, veralteten Wert. Und wenn die Epochen kurz sind, dann konvergiert es eventuell nicht. Dann stecken wir dann vielleicht hier in der Anfangsphase fest. Und es ist also teuer und ein bisschen ungewiss über die Qualität. Okay, so viel zu der heutigen Vorlesung. In der nächsten Woche sehen wir dann die baumbasierten Lösungen und genau, wir sehen uns ja noch zur Übung. Dann bis Mittwoch.